Keshe Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation, materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MEGRAVs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MEGRAV stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others. That they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nano-coating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nano-coating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal, in interaction with other various metal plates, in a saltwater solution creates MEGRAV fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. Hallo und herzlich willkommen zum 225. deutschsprachigen Wissenssucher-Workshop des Keshe Foundation Spaceship Instituts. Heute ist der 9. Juli 2020 und ich habe wie immer eine zusammenfassende Übersetzung des heutigen 336. Knowledge Seekers Workshops von heute Morgen um 9. Und der war heute pünktlich mit 4 Stunden, also pünktlich angefangen und pünktlich aufgehört. Ja, die 4 Nationen, die letzte Woche erwähnt worden, an denen die offiziellen Dokumente, die Ergebnisse mit über Corona aus dem Iran, wo sie eine Erfolgsrate von 95%, in manchen Fällen sagt der Keshe sogar 99% haben, die sind an 4 Nationen übergeben worden. Das waren China, Russland, USA und eine europäische Nation. Und heute hat der Keshe gesagt, dass das nicht, wie ich vermutet hatte, letzte Woche England war, sondern Österreich. Und also das hat er heute erwähnt.
Und dann sagte er, dass sie vom Weißen Haus eine Antwort bekommen haben. Und zwar wurde die Arbeit mit Herrn Cash in Zusammenhang mit dem Iran abgelehnt. Und daraufhin sagt der Cash, haben sie die Informationen an amerikanische Medien weitergegeben. Da gibt es einen Artikel zu, der geteilt wurde. Der Link ist im Chat und ich teile den hier mal eben. So, das ist hier ein Artikel. Hier steht Durchbruch von Dienstag, 4.20 Uhr, Wien, Amerika, wurde das Heilmittel für Covid gegeben, wird es zurückgehalten? Die Frage hier. Und hier sind noch das ist halt das Dokument, was auch letzte Woche gezeigt wurde. Und wer den Chat nicht sehen kann und möchte das selber nachgucken, hier oben ist der Link zu sehen. Sonst kann man auch auf veteranstoday.com kann man danach suchen. Und hier steht auch, soweit bis jetzt keine Antwort bekommen, was in dem Fall ja nicht stimmt. Der Kirsch hat ja davon gesagt, dass sie Antwort bekommen haben. Und hier noch ein paar Bilder, wo das erklärt wird. Und wenn man hier dieses Mal anguckt, das ist im Prinzip mit den Maßnahmen, die wir jetzt ja alle sehen, mit Maskenpflicht und was nicht alles, wären solche kleinen Stationen, die man irgendwo in der Öffentlichkeit anbringen könnte und jeder kann da mal durchgehen und da ist mit Ganzwasser die Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich hier oder was auch immer sie damit machen. Und dann da geht ja jeder mal durch und dann ist es eine ziemlich einfache Maßnahme, um viele Leute zu behandeln und trotzdem könnte das öffentliche Leben ansonsten normal aussehen. Das müsste man nicht diese ganzen Maßnahmen haben. Ja, den ganzen Artikel, wie gesagt, den kann man sich selber angucken. Hier steht, wird nochmal grob die Zustände erklärt. Materie, Nano und Gans. Die unterschiedliche Positionierung der Teilchen. Ja, und den Artikel kann man sich natürlich auch mit Übersetzungsprogrammen dann auch übersetzen lassen. So. Dann hat Herr Cash erklärt, dass das, was er vor längerer Zeit mal, das war relativ am Anfang, hat er das erwähnt, dass es ein Potenzial besteht, dass das Coronavirus mutieren könnte auf eine Weise, wo es eine Körperlichkeit annimmt, aufgrund dessen, wie es wirkt mit dem Calcium zusammen. Und er sagte, dass sie jetzt die ersten Zeichen gesehen haben, dass das passiert. Und was da passiert, er sagte, dass es noch nie auf der Erde passiert. Er sagte aber, dass es im Universum ein bekanntes Phänomen ist. Und er sprach davon, er nannte das eine Kolonialisierung durch ein Virus. Weil dieses Virus, wie Herr Cash schon mal beschreibt, ist ein Energiepaket. Es hat natürlich Wirkung auf uns, auf das Energiesystem. Es kann zum Beispiel Zellen energetisch aussaugen und dadurch sterben die Zellen. Also man kann daran natürlich auch sterben. Aber es ist immer noch eine energetische Wirkung, die zu einem physischen Effekt führt. Und hier redet er jetzt davon, dass es tatsächlich physische Form annimmt und dadurch eine physische, also körperliche Entität wird mit einer Intelligenz. Einer Intelligenz, der eben der Körperlichkeit entspricht. Und hier hat er gesagt, dass das nicht nur ein Problem ist, sondern dass das eine Übernahme ist. Und da der Virus diverse Organe betrifft, die verschiedenen Organe, wie ja öfter beschrieben, sind letztendlich alle Organe haben an entweder die Funktion, Energie aufzunehmen oder Energie zu verarbeiten oder beziehungsweise auszuscheiden. Und in den verschiedenen Organen mutiert das Virus mutiert in unterschiedlichen Formen, je nachdem, wie es wirkt. Manche wirken in der Haut, manche wirken in der Lunge, manche wirken im Verdauungssystem und so weiter. Und es hat die Information unserer DNS bzw. RNS und nutzt diese Information wohl, um daraus zu lernen und sich zu entwickeln.
Und dann hat er noch das verglichen mit, so wie wir in den Ozeanen entstanden sind, so wie Herr Kirsch das erklärt, das ist das Gleiche, was wir in einem Ganzbehälter machen. Das ist also eine Salzlösung, die in bestimmten Bedingungen ausgesetzt ist und die führt zu Leben. Und ein Beispiel dafür, was Herr Kirsch genannt hat, ist, dass die Sahara mit den Massen an Sand, die jedes Jahr in die Ozeane wehen, dass daraus ganz viele Lebewesen entstehen. Also das heißt, da ist der entsprechende Ganzbehälter, so wie wir es machen. Also wir haben einen Ganzproduktionsbehälter, das ist bei uns der Ozean. Und da kommen bestimmte Materialien rein, Mineralien, in dem Fall jetzt der Sand der Sahara. Und dann entstehen bestimmte Bedingungen und diese Bedingungen führen dazu, dass Lebewesen entstehen. Und so wie wir also aus den Ozeanen entstanden sind, hat er gesagt, entsteht dieser Organismus in uns. Unter anderem, aber auch nicht nur in uns, sondern auch in Tieren und Pflanzen. Und dann hat er gesagt, dass es könnte sein, dass also er sagte, dass dieser Organismus ist Teil des Planeten geworden. Also er hat sich in der Umgebung, in der Umwelt, macht er sich breit. Und dass er entweder mit uns koexistieren kann, wie Herr Kirschmann ein paar Mal Beispiele genannt hat, dass es auch einen positiven Effekt haben kann, so wie viele Viren in diversen Organismen einen positiven Effekt haben. Also Viren können zum Beispiel bestimmte Energien verarbeiten, und kann also auch dem Organismus helfen, so wie wir unzählige Viren auch in uns tragen, die nicht unbedingt schädlich sind. So, das heißt, es kann entweder mit uns koexistieren oder es kann uns als Wirt besetzen und töten eventuell oder gar teilweise übernehmen, so wie man das von Parasiten kennt. Parasiten haben sogar eine Wirkung auf unser Denken. Das heißt, ein Parasit kann durch bestimmte Botenstoffe verursachen, dass wir bestimmte Nahrungsmittel essen wollen, wie zum Beispiel Zucker ist ein üblicher Fall, weil das dem Parasit als Nahrungsenergiequelle dient. Das heißt, wir haben ein erhöhtes Verlangen nach Zucker oder anderen Lebensmitteln, die aber gar nicht von uns kommt, sondern die vom Parasit kommt. Das heißt, der Parasit kann also unsere eigenen Körperprozesse lenken und steuern und beeinflussen. Und ab einem bestimmten Punkt kann das so weit kommen, dass manche Menschen gar nicht mehr frei agieren oder handeln oder denken können. Und das wäre eine Übernahme, von dem Herr Kirsch spricht. Was er dann auch noch zu sagt, also wie gesagt, er sagt, das ist bei uns das erste Mal, aber es ist im Weltraum ist es bekannt, eine Kolonialisierung durch Viren, also dass Viren die Körperlichkeit annehmen. Und er sagte auch nochmal, dass Impfungen da nicht funktionieren werden. Weiter sagte er, dass in Zukunft zu erwarten sei, dass viele Vögel und Fische auf unerklärliche Weise plötzlich sterben werden. Also Vögel fallen vom Himmel, wie auch immer, und Fische, massenweise tote Fische schwimmen an den Strand und wo auch immer an. Und er sagte, dass das eben, wie auch vor ein paar Wochen schon gesagt, dass der Virus zum Teil der Umgebung geworden ist und also auch in Luft und Wasser ist. Und das ist wohl seit gestern, sagte er, von der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO, ist das gestern verkündet worden. Genau das, was Herr Kirsch vor Wochen sagte, dass der Virus Teil der Umgebung geworden ist, also Teil der Umwelt. Und weiter sagte er noch, dass der Premierminister von Malta sagte, dass das Virus lebt im Ozean. So, und das Dilemma ist jetzt, dass einerseits ja wenn man so will, Lösung gefunden wurde durch diese Ganzmischung, den Becher 1, Becher 2. Aber das Problem ist, wie Herr Kesch sagte, durch die ständige Mutation und die wahrscheinlich nur zunehmen werden, das heißt, der Organismus wird immer komplexer und nimmt immer mehr Lebensräume für sich ein. Was da dann notwendig wird, ist, dass wir haben mit dem Becher 1 angefangen, dann kam der Becher 2 hinzu aufgrund einer Mutation. Und Herr Kesch sagte, dass wohl sehr bald noch ein dritter Becher hinzukommen wird. Und was wir letztendlich tun müssen, um dagegen anzukommen, ist immer mehr uns den Mutationen anzupassen. Das heißt, wir müssen immer mehr Variationen, immer mehr ein größeres Spektrum abdecken, um davor geschützt zu sein. Und es übernimmt, wenn man so will, immer mehr. Das kann man sich in etwa so vorstellen, das ist einfach nur ein Gleichnis, das ist jetzt nicht der Fall. Aber stellen wir uns mal vor, unsere Atmosphäre würde sich so ändern, dass sie irgendwann nicht mehr atembar ist.
Was wir dem letztendlich ausgesetzt wären, wir könnten nur noch auf der Erde leben, indem wir in einem sozusagen ständigen Schutzschild leben. Das heißt, alles müsste luftisoliert sein, so als hätten wir eine Kolonie auf dem Mars oder auf sonst wo. Das heißt, wir könnten hier nur noch leben in ständigem Schutz. Und das ist etwas, was eine mögliche Problematik wäre. Er sagte auch, dass es möglich wäre, eine Technologie zu entwickeln, um diesen Organismus aus dem Körper zu entfernen, so wie man auch mit der Plasmatechnologie Tumore entfernen kann. Dafür bedarf es aber die Zusammenarbeit der Regierung. Also das wäre eine weltweite Entwicklung dafür notwendig. Dann ist eine Frage dazu gestellt worden, ob es damit zu tun hat mit der kriegerischen Haltung des Menschen, und ob dieser Organismus oder dieses Problem als Ganzes verschwinden würde, wenn wir Weltfrieden erreichen würden. Und das hat Herr Cash so beantwortet, dass wenn die, ich zeichne das mal eben, also so wie wir das hier schon öfter gezeigt haben, wenn jetzt hier die Seele hier ist und sagen wir mal, wir haben jetzt hier irgendwelche Corona hier im Körper. Was jetzt hier passiert ist, dass wenn, und das hat eben entsprechenden Einfluss auf uns, dass wenn die Seele des Menschen erhöht wird, dass die Seele, wie ja in verschiedenen anderen Zusammenhängen auch beschrieben wurde, die Seele das Feld des Körpers umhüllt. Was dann passiert, ist, dass dann auch die Energie des Virus zum Teil des Feldes wird und dass es dann damit, wenn man so will, neutralisiert wird, beziehungsweise sogar als einen positiven Effekt dann haben kann, weil es eben eine Energie ist, die dem Gesamtsystem dann dienen würde. Also wenn dieser Zustand erreicht ist, dann wäre das auch kein Problem mehr. Und was der Cash auch dazu sagt, ist, dass das Virus mit seiner ständigen Mutation in Interaktion mit der Seele steht. Das heißt, wir haben jetzt hier, es mutiert immer mehr und es geht in Interaktion hier mit der Seele. Und das ist jetzt hier eine, wie sagt man, zweischneidige Klinge. Das zum einen hat den Effekt, dass das hier zum Tod des Menschen führen kann. Aber zum anderen hat Herr Cash erklärt, dass was dabei passiert, ist, dass hier durch die Interaktion mit der Seele die Seele eine Reife gewinnt, die sonst vielleicht viele Jahrzehnte dauern würde. Das heißt, wenn normalerweise ein Mensch, sage ich mal, mit 80, 90, 100 sterben würde, weil die Seele sagt, so jetzt habe ich meinen Lebenszweck erfüllt oder was auch immer, jetzt ist eine bestimmte Reife erreicht und die Entscheidung kommt von der Seelenebene aus, dass das physische Leben, sag ich mal, vollendet ist und der Körper stirbt, dass dieser Zustand aufgrund dieser Interaktion viel schneller eintreten kann. Das heißt, das klingt auf einer Seite positiv, auf der anderen Seite sagt er eben, dass das dazu führen kann, dass Menschen dann viel früher sterben. Also das heißt, in gewisser Weise ist eine Reife passiert. Auf der anderen Seite ist es so, man könnte sagen, im Prinzip ist es wie ein Austausch. Einerseits bekommt man diese Reife, die man ansonsten, die eben das Spektrum des Virus mit in Interaktion der Seele geben kann, die sonst auf eine lange Weise eben entwickelt wird. Auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, ein Austausch, die Reife gegen den Körper. Das heißt, die Körperlichkeit wird übernommen vom Virus und der Körper stirbt. Ja, dann ist hier ein Bericht von einem Herrn in Thailand, ein Schweizer, der in Thailand lebt. Der hat berichtet über ein Schwimmbad, das er dort betreibt. Und das ist ein Schwimmbad, das direkt aus einem Fluss mit dem Wasser beliefert wird, mit Gans behandelt wird. Also, wie er das beschrieben hat, er benutzt das Ganswasser, was er in der Gansproduktion benutzt. Anstatt es zu waschen, macht er das direkt mit dem Salzgehalt, gibt er das in dieses Schwimmbad rein. Und das wird alle zwei Tage erneuert oder teilweise erneuert und wird dann zurück in den Fluss gegeben. Das heißt, so ein Auswaschprozess findet dort alle zwei Tage statt.
Und er hat berichtet, dass das dann bei ihm und auch bei anderen, die das Schwimmbad nutzen, einen sehr großen positiven Effekt auslöst. Und er hatte gesagt, dass wenn man sich in das Wasser begibt, dann ist es, das dauert nicht Minuten, sondern sofort in dem Moment, wo man in Kontakt mit diesem Wasser kommt, sagt er, fühlte ein Gewicht, ein Gleichgewicht, also er fühlt sich besser und wenn man so will, die Sorgen des Alltags, wie auch immer, schwinden davon oder wie auch immer man es beschreiben kann. Er hat gesagt, er und andere fühlen sich dadurch deutlich besser. Er sagt auch, dass das Wasser fühlt sich ganz anders an. Es sieht wohl auch etwas anders aus. Und er hat auch, wie zuvor auch schon berichtet wurde, keine Probleme mit Algen oder anderen Dingen. Und ja, und er wird das weiterhin beobachten, inwiefern das jetzt auch eine Wirkung auf die Umwelt hat, weil das ist ja eine Masse von Wasser, die auch in die Umwelt wieder weitergegeben wird. Also dann da potenziell auch ein eben Effekt auf den Fluss und auf die ganze Umgebung, auf die Tiere und Pflanzen. Ja, also weiß ich nicht, sagte ich das schon, 30 mal 50 Meter ist das Schwimmbad groß und 20.000 Liter werden alle 2 Tage aus dem Fluss genommen und dann ausgewaschen. Ja, dann war hier noch etwas, ein paar Fotos gezeigt worden. Das ist das, was Herr Cash letzte Woche vergessen hatte. Er wollte Fotos zeigen, wo es um die Pflanzen gehen, die seit knapp 5 Monaten kein Wasser mehr bekommen haben. So, hier sind das sind ein paar Beispiele. Diese Pflanzen, sagte er, und er sagte, dass die durch den ganzen Zyklus gegangen sind. Also die sind durch die Blüte gegangen, Blüten sind entstanden, sie sind auch gewachsen in der Zeit, 5 Monate vollkommen ohne Wasser. Und was er sagte, ist, die Erde ist so hart, dass man da nichts dran verändern könnte. Das wäre steinhart. Also wirklich absolut ausgetrocknet. Es sind mehrere Pflanzen. Ich war der Meinung, dass da noch ein paar mehr Bilder waren. Aloe Vera sagt er auf jeden Fall. Ne, ich glaube, das war's. Das waren diese Bilder. Ja, das ist wie gesagt, trotzdem sie seit 5 Monaten ohne Wasser waren, sind sie sogar gewachsen und haben sich weiterentwickelt. Und das, er sagt ja, nicht alle Pflanzen haben überlebt, sondern nur die Pflanzen, die einen Doppelbecher hatten. Das heißt, sie haben hier einerseits einen Becher, wo die Erde drin ist und andererseits noch einen Becher außen. Und zusätzlich, wenn man so will, als dritte Schicht, ist der ganze Raum gefüllt mit Gans. Also der ganze Raum ist diverse Gansbehälter wohl in dem Raum. Das heißt, im Prinzip haben wir hier 3 Schichten. So, das wäre hier, sagen wir, Becher 1, Becher 2 und die ganze Umgebung ist Becher 3. Und diese Wechselwirkung dieser Schichten, die hat gemacht, dass es funktioniert. Er sagte, dass die Pflanzen, die nur in einem Becher standen, die sind eingegangen. Die haben das nicht überlebt. Ja, und so hat er auch beschrieben, dass man Pflanzen eben auch auf diese Weise in der Wüste pflanzen kann. Also wie gesagt, er sagte, die Erde ist steinhart, die ist so hart, man kann die nicht mal zerbrechen. Und das ist schon ziemlich erstaunlich, wenn da so eine wirklich im Stein quasi wächst. Und das ist auch nochmal eine andere Situation, die erklärt auch, wie Pflanzen funktionieren. Wenn wir, also es gibt einen Bericht, den habe ich mal vor langer Zeit, 20 Jahre oder so her, wo über Levitation eingegangen wurde, also das heißt aufwirkende, gegengesetzte Gravitation, wenn man so will. Da wurde es auch erklärt, dass wenn jetzt hier, sagen wir, hier haben wir einen Betonboden und teilweise sehen wir sowas, dass jetzt ein kleines Blättchen in so einem Asphalt oder was auch immer hier durchbricht und dann wächst da eine kleine Pflanze draus. Und
Und dann wird da, in der Regel wird davon ausgegangen, ja, die Straße oder der Boden ist aufgebrochen und dann wächst da halt irgendwann eine Pflanze draus. Aber da ist berichtet worden, dass es nicht so rum passiert ist, dass die Erde aufgebrochen wurde und die Pflanze wächst durch, sondern dass die Pflanze durch diese aufwärts wachsende Kraft, das ist ein Feld, das damit einhergeht, dazu führt, dass der Asphalt bricht. Und dass selbst die kleinste zierliche Pflanze dazu führen kann, dass eben starker Asphalt oder Beton oder was auch immer durchbrochen wird und daraus wächst. Und dass hier also auch Lebensbedingungen möglich sind, die also dass hier Pflanzen noch, sag ich mal, ganz andere Eigenschaften haben. Und wenn man das jetzt hier sieht, dass wir hier in der Wüste, wo wir ja auch einen ganz trockenen Boden hätten, sagen wir jetzt, dass wir jetzt hier Wüste und dass wir hier alles drumherum sehr, 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 sehr trocken und dass in dieser Bedingung trotzdem Pflanzen wachsen können, wie in diesem Beispiel gezeigt. Und Herr Kirsch hat dazu noch erklärt, wie in der Vergangenheit, da zeige ich auch gleich nochmal Fotos, sind gezeigt worden, diese Kiri-Bäume oder auf Deutsch werden die auch Paulownien genannt, wie auch immer man das ausgesprochen wird. Da hatten sie mal gezeigt, die wurden mit so Ganzreaktoren behandelt. Das heißt, die hatten hier drei kleine hier unten und einen da oben. Und diese Pflanze ist extrem gewachsen im Verhältnis zu allen anderen. Also sie hatten 35 unbehandelte und drei behandelte. Und die drei behandelten, die sind sehr, sehr groß jetzt. Und die 35 unbehandelten, die sind kaum zu sehen. Ich zeige das Foto gleich nochmal. Aber was hier Herr Kirsch noch zu heute gesagt hat, ist, dass die bessere Methode wäre, diese drei Reaktoren unter die Erde zu haben. Und dann hier den einen oben. Wenn man das so machen würde und halt genau auch weiß, wie man die Reaktoren füllt, das waren letztendlich also nur kleine Kugeln, also die waren nicht mit dem Motor betrieben. Und ja, wenn man weiß, wie die richtig gefüllt werden und die so anordnet, im Dreieck unter die Erde und eins nach oben, dann könnte selbst in der Sahara oder wo auch immer, könnten Pflanzen wachsen. Also die Pflanze nimmt halt die Energie direkt durch die Umgebung auf und nicht durchs Wasser. Und das ist ja sowieso, sag ich mal, auch wieder ein Fehlkonzept mit Pflanzen. Es gibt so viele Fehlkonzepte, dass davon ausgegangen wird, die Pflanze ernährt sich von den Nährstoffen im Boden. Das hat Herr Kirsch auch mehrmals gesagt, dass das nicht der Fall ist. Wenn das so der Fall wäre, dann hätten wir hier, wenn wir einen großen Baum haben, so, wenn das der Fall wäre, dass dieser Baum sich von der Erde ernährt, in dem er steht, dann wäre unter jedem Baum ein riesengroßes Loch. Weil der Baum natürlich, wie viel wiegt so ein Baum, weiß ich nicht, wie viel Tonnen. Also kann ja noch 100 Tonnen oder was auch immer, so reine Masse, die so ein Baum hat. Und wenn das die Mineralien wären, aus denen der Baum wächst, die hier in der Erde sind, dann müsste jeder Baum ein riesengroßes Loch hinterlassen. Weil das ist ja das, woraus er dann angeblich wächst und woraus er in die Höhe geht. Und die Masse ist ja dann hier oben. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, die Energie, aus denen der Baum entsteht und aus denen der Baum wächst, kommt nicht aus der Erde. Die Mineralien haben zwar einen wichtigen Faktor. Unter anderem sind es Botenstoffe, die genau sagen, wie was in dem Stoffwechsel funktioniert. Deswegen sind hier bestimmte Elemente wichtig, damit eine Pflanze gut wachsen kann. Aber es ist nicht so, dass der Baum diese Mineralien auffrisst. Und das andere ist ja wiederum die Verarbeitung von CO2 in der Luft, wie man es aus dem Blattgrün generell ja kennt. Also das sind diese Wirkungsweise von Pflanzen generell. So, dann gucke ich mal hier, wo die anderen Bilder waren, die gezeigt wurden zu diesem Kiri-Baum. Hier haben wir so einen. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob das hier drumherum die anderen sind. Herr Kirsch sagte aber, das ist einer von denen. Und man sieht hier diese kleinen Reaktoren. Ich gucke mal, ob ich das hier nochmal markieren kann. Hier diese kleinen Kugeln. Ich sehe jetzt hier nur zwei. Das ist aber wohl irgendwo noch eine dritte. Und ich weiß gar nicht, ob die vierte überhaupt jetzt hier noch oben ist. Oder ob die unten ist. Ich sehe jetzt nicht, dass hier oben irgendwas ist. Oder die, wie auch immer. Ich weiß nicht genau, wo die jetzt stehen. Aber das ist der auf jeden Fall, dieses Bäumchen. Und davon haben sie eine ganze Reihe von angelegt. Also wie gesagt, 35 unbehandelte, sagt der Kirsch heute, und drei behandelte. Und die drei sind alle so groß. Und die anderen 35, die sind gar nicht zu sehen. Also die sind wohl irgendwo klein. Ja, ob das hier das Gebüsch hier mit drin ist oder ob das hier sowas hier ist, ich weiß das nicht genau.
auf jeden Fall nicht der Rede wert, so wie das erklärt wurde. Und genau das ist hier dieses gleiche Verfahren, sagte er, das können wir eben hier auf der Erde auch anwenden. Das heißt, genau so wie das hier jetzt gemacht werden kann, dass das Pflanzen in der Sahara wachsen können oder dass generell die Pflanzen, die von Energie leben können, können wir das auf der Erde machen, wenn wir jetzt hier die Reaktoren so verteilen, dass wir hier auf der Erde haben wir in verschiedenen Haushalten und wo auch immer wir das hier überall unsere Station haben. Und wenn wir zusätzlich hier noch Satelliten hätten, diese Satelliten gehen dann in Wechselwirkung mit all den Reaktoren auf der Erde und so weiter und die auch wieder miteinander. Und dann würden wir hier ein Feld erzeugen, von dem alle Lebewesen auf der Erde leben können. Und das ist das, was auch biblisch bezeichnet wird als das Lamm im Schoße des Löwen oder wie auch immer, das Löwen und das Lamm zusammen in Frieden leben und sich nicht gegenseitig auffressen, beziehungsweise nicht gegenseitig, in dem Fall der Löwe würde fressen. Und das wäre ein Feld, das man erzeugen kann, was alle Lebewesen auf der Erde betrifft, wo niemand mehr verhungern muss, Pflanzen, Tiere, Menschen. Und das ist das gleiche Prinzip wie hier mit den Pflanzen gezeigt. Und was man hier zum Beispiel machen könnte, Herr Kesch hat das mal vor längerer Zeit erwähnt, was haben wir bereits als gute Methode, die wir alle Menschen oder nicht alle Menschen, viele Menschen mit uns rumtragen. Ich glaube, statistisch gibt es mehr Mobiltelefone als Menschen auf der Erde, auch wenn nicht alle eins haben, aber manche haben 2 und 3. Und das heißt, über 7 Milliarden Mobiltelefone gibt es. Und wenn da so eine Technologie bereits eingebaut wäre, und wir haben ja bereits eine Strahlentechnologie in den Dingern drin. Wenn wir die umbauen würden, dass es eine positive, fördernde Art der Strahlung wäre, die sogar eine heilende Wirkung hätte, dann würden wir jedes Mal, wenn wir das Handy an den Kopf halten, würden wir sogar uns was Gutes tun. Das wäre eine Möglichkeit, wie wir es machen können. Wir können es in Autos einbauen, wir können es in Flugzeuge einbauen, das ist mein Beispiel, die Herr Kesch auch genannt hat. Dann hätten wir hier ein System, das die ganze Erde eben abdecken würde. Ja, dann ist Herr Kesch gefragt worden, ob man eine Art Sonne, ob man die Sonne imitieren könnte mit der Plasmatechnologie. Und also ein Beispiel dafür, ich weiß, es wurde irgendein Ort genannt, wo es wenig Sonne gibt. Also ob das jetzt, wir können uns einfach vorstellen, großes unterirdisches Höhlensystem, theoretisch. Wie könnte man da leben und auch gut leben, indem man vielleicht eine Art künstliche Sonne mit Plasmatechnologie erzeugen könnte. Und dazu hat der Kesch gesagt, dass gewisse Technologien dem Menschen aufgrund unseres Verhaltens nicht gegeben werden und dass es da ein sehr mächtiges Werkzeug gibt, das funktioniert wie eine Art plasmatischer Laser und der ist in der Lage, Felder zu spalten und damit unter anderem auch in der Lage, Viren aufzulösen. Und er sagte, diese Technologie wird uns übergeben, wenn der Mensch nicht mehr tötet, weil das Problem hiermit ist, dass diese Technologie eingesetzt werden kann, um Seelen zu erheben, aber auch um Seelen zu fragmentieren. Er sagte, diese Technologie, also so wie er das beschrieben hat, könnte auch als Waffe eingesetzt werden und wenn diese Technologie veröffentlicht werden würde, dann würden sofort gerade die Ressourcen und die Mittel haben, die würden sofort anfangen, dann Waffensysteme daraus zu entwickeln. So wie er das gesagt hat, wenn wir hier ein Feld haben, dann könnte das genutzt werden, um dieses Feld zu zerlegen oder zu zerteilen. Und das würde auch auf den Menschen bzw. auf die Seele oder auf freie Plasmafelder angewendet werden können. Und das kann in dem Sinne auch zum Schaden eingesetzt werden. Und das ist ein Grund, warum das der Menschheit nicht gegeben wird, noch nicht. Er hat auch beschrieben, dass es so eine Art Space Gap erzeugt, dass es diese... Ich weiß gar nicht, wie man jetzt die deutsche Übersetzung da, die Lücke, wie auch in dem Bild eben in dem Artikel gezeigt wurde, wir haben diese Lücken in der Nanobeschichtung,
im Verhältnis zur Materie. In der Materie ist alles eng beieinander. In der Nanobeschichtung ist es sind da Lücken drin. Diese werden immer Space Gap genannt im Englischen. Und im Ganz haben wir noch größere Lücken. Und er hat das auch verglichen, dass das, was diese Technologie kann, wäre, einen Unterschied zu erzeugen, wie der Unterschied eben ist zwischen Materie und Nano, beziehungsweise zwischen Nano und Ganz. Und diese Technologie hätte die Möglichkeit, wie eine Sonne zu agieren. Also damit war die Frage beantwortet, dass es möglich wäre, mit der Plasmatechnologie eine Art Sonne zu erzeugen. Aber dass diese Technologie, dass die Menschheit noch nicht reif dafür ist. Dann hat er gesagt, dass gestern den iranischen Offiziellen eine volle Zusammenarbeit mit der Keshe Foundation für die Entwicklung von Reaktoren angeboten wurde, die zur Reisen in den tiefen Weltraum entwickelt werden, also dafür da sind, für Reisen in den tiefen Weltraum. Und dass das Gleiche dann auf alle Nationen erweitert wird. Das heißt, gestern ist dem Iran das Angebot gemacht worden und das wird dann auch weitere Nationen erweitert. Dann hat der Kirsch noch gesagt, dass Kinder nie von ihren Eltern getrennt werden sollten, dass das große psychologische Schäden verursacht. Und abgesehen davon, dass es großen psychologischen Schaden verursacht, ist es auch so, dass viele Kinder, die von den Eltern wegkommen, in Situationen landen, wo sie Missbrauch ausgesetzt sind. Und dass wir das in vielen Ländern kennt man die Zustände von Kinderheimen und Ähnlichem. Und selbst bei uns im Westen sind es nicht unbedingt immer die besten Zustände. Und das, wenn man so will, wird den Kindern auch nicht nur das Emotionale, was natürlich wichtig ist, sondern es wird ihnen auch der Schutz entzogen. Die Eltern sind letztendlich der Schutz davor, dass den Kindern, dass die Kinder sicher sind. Und dann hat er noch dazu gesagt, dass wenn man es plant, seine Kinder wegzugeben, um für den eigenen Vorteil hin, dann ist das hat er das als große Straftat beschrieben. Und das ein Beispiel dazu, was ich kenne aus der Statistik, ist, dass das 70% der Gefangenen in den USA, und das ist immer USA an sich, ist ein großes Land der Gefangenen, also kein Land der Welt hat mehr Gefangene als die USA auf die Bevölkerung gesehen, was zum einen damit zu tun hat, dass die ganz gerne Leute ins Gefängnis stecken, weil die Gefängnisse privatisiert sind und dass da auch ein korruptes System ist, dass da natürlich also viel Geld mitgemacht wird mit Gefangenen. Und auf der anderen Seite sind die Strafen sehr hoch. Das heißt, da kann man für einen relativ kleinen Delikt, wo man hier bei uns vielleicht für ein paar Monate im Gefängnis landen würde, kann man da durchaus viele Jahre im Gefängnis sitzen. Und dass 70% der Gefangenen in den USA sind ohne Vater aufgewachsen. Also das ist ein direktes Beispiel dafür, dass das einen potenziell negativen Effekt haben kann. Und wenn man jetzt überlegt, wie viele von denen, die im Gefängnis sind, sind komplett ohne Eltern aufgewachsen. Und was für eine instabile Situation erzeugt das für Kinder, wenn sie komplett ohne Eltern aufwachsen oder ohne Familie? Und das ist natürlich keine Statistik, die jetzt wie mit allen Statistiken, das heißt jetzt nicht, dass das unbedingt so sein muss. Das heißt jetzt nicht, dass nicht ein Kind auch geborgen und gut aufwachsen kann mit nur einem Elternteil. Das hat Herr Kesch auch gesagt, dass natürlich zumindest ein Elternteil da sein sollte. Aber es zeigt einfach, wie das tendenziell ist, dass das tendenziell einfach problematisch ist. Ja, dann ist noch ein Antwortschreiben der Regierung Westaustraliens gezeigt worden, dass da ist denen geschrieben worden, dass es eine Lösung für Corona gibt und die haben geantwortet darauf, dass es eine spezielle eingerichtete Regierungsstelle gibt, an die man sich wenden soll. Und da wird dann geprüft, die verschiedenen von außen kommenden, also von Organisationen kommenden Lösungsvorschläge werden dann dort geprüft. Also es war ein offizielles Antwortschreiben, das da gezeigt wurde. Dann hat der Kesch noch gesagt, dass die iranische Regierung dafür bezahlt, dass Minister und Ärzte von Regierungen, also Offizielle auch wieder, in den Iran kommen, um die Technologien zu testen.
Das heißt, alle sind dazu, die offiziellen Stellen der Nationen weltweit sind eingeladen, in den Iran zu kommen, um die Technologie zu testen. Und der Iran würde dafür sogar bezahlen. Also die Kosten, die dabei entstehen, würde der Iran übernehmen. Und dann hat der Cash noch gesagt, dass wir unsere Regierungsoffiziellen kontaktieren sollen, inklusive der Opposition. Das war im Beispiel auf USA bezogen. Weil wenn nämlich die Amtierenden, in dem Fall, wie gesagt, auf USA, auf Trump war das bezogen, wenn Trump nicht reagiert und das Angebot annimmt, und die Opposition würde das Angebot annehmen, dann wäre das Ende von Trump, weil die Opposition dann mit der Lösung kommen würde. Und letztendlich, was sagt das über einen Regierungsoberhaupt aus, wenn jeden Tag tausende Menschen sterben oder mehr, die nicht mehr sterben müssten? Das heißt, in erster Linie ist das seine Verantwortung ja, die Menschen, dass die leben können. Und das ist ja, was Herr Cash auch sagte, dass die Menschen haben ein Recht auf Leben. Und das Ganze, das wird, sagt er, in den nächsten 3 bis 5 Tagen organisiert. Also dieses Projekt, dass da eben Offizielle aus den allen möglichen Regierungen in den Iran kommen können und dort dann die Technologie testen können und dass das, wie gesagt, auch vom Iran dann finanziell übernommen wird. Ja, das war es auch mit meiner Zusammenfassung. Wenn es da noch Ergänzungen zu gibt. Ansonsten, vielleicht hat jemand Fragen dazu. Ich sehe hier keine Fragen. Gibt es sonst vielleicht irgendwelche allgemeinen Anliegen? Möchte sonst noch irgendjemand was teilen, Fragen zeigen, wie auch immer? Hallo Sonja. Hallo, schönen guten Abend. Ich habe das vorhin nicht so gut verstanden, was du gesagt hast mit dem Schwimmbad. Ist das jetzt mit dem Salz da drin, ist das jetzt der Becher des Lebens mit gemeint oder überhaupt das Ganz, wenn man das herstellt? Er sagte, er benutzt hauptsächlich den Becher 2, was in dem Sinne auch so auch Sinn macht, weil es ja auch eine, wie vorher beschrieben, schon eine Art desinfizierende Wirkung hat. Aber er nimmt wohl beide, Becher 1 und 2, so habe ich das verstanden. Aber er sagt, es ist zu aufwendig, das immer rauszuwaschen. Also er benutzt, wenn er das Ganze produziert und man nimmt jetzt einen Teil von dem Ganzwasser raus. Also weißt du, wenn wir das Salz rausfiltern wollen, dann nimmst du einen Teil von dem Ganzwasser, von dem salzhaltigen ja. Wasser raus und füllst mit neuem Wasser auf und das immer wieder. Ja. Das hat er wohl am Anfang gemacht, aber das ist wohl für so ein Schwimmbad zu aufwendig. Und deswegen hat er direkt das salzige Wasser, was er dort rausgenommen hat, genau direkt das gibt er ins Schwimmbad. Ja. Und das hat wohl, also es ist aber trotzdem auf die gesamte Menge vom Wasser gesehen, ist es nicht der Rede wert, was den Salzgehalt angeht. Also man schmeckt kein Salz. Und er sagte auch, da sind in diesem Schwimmbad wohl auch Fische und Pflanzen, also Lotusblüten wachsen da drauf. Also es ist ja kein Schwimmbad, wie man das sonst kennt, mit Chlor und so weiter. Sondern es ist aus natürlichem Flusswasser, was er da nimmt. Und da hat er wohl auch Fische hinzugegeben und auch Lotusblüten wachsen da drauf. Und denen geht es sehr gut, hat er gesagt. Also wie gesagt, er nimmt einfach das salzige Ganzwasser, packt er direkt da rein. Ja, okay, danke schön. Weil ich habe so ein Mini-Pool, habe ich mir in den Garten gestellt. Und da nehme ich nur dieses Ganzwasser, aber das wird dann so grünlich nach einer Zeit, wenn es dann schlechtes Wetter ist, gehe ich ja auch nicht rein, dann wird das so schmierig unten am Boden. Also macht das Salz schon ganz schön viel aus. Also bewirkt das einiges, ne? Ich weiß es ja nicht, was es da ist. Also was er auch noch sagte, ist, dass er auch das Becken regelmäßig reinigt. Also er sagt, er hätte kein Problem mit Algen, aber
Sedimente, wie auch immer, alles Mögliche, was da halt mit drin ist, geht halt auch an den Boden und er reinigt das halt auch regelmäßig. Aber Algen hat er wohl nicht das Problem und ich weiß jetzt natürlich nicht, was jetzt da passiert, wenn du da sagst, das wird da grün auf dem Boden. Also. Ja, weil ich das ohne das Salzwasser, nur das Ganze nehme. Ach so, okay. Ganz ja. Wasser, nur das Wasser. Ja, das könnte sein, dass das auf jeden Fall mit dem Salz einen besseren Effekt hat. Herr Kesch hat gesagt, dass gerade bei dem Becher 2, auch wenn man es zu sich nimmt, auch im Zusammenhang jetzt mit dem Virus, dass es bei dem Becher 2 wichtig ist, auch ein bisschen Salz dabei zu haben. Dass das ja. Salz ein Teil des Erfolgsrezepts ist, wenn man so will. Das ist ein Teil der Wirkung. Ja, schönen Dank. Gitter fragt, wie das mit der Verwendung von CH3 ist, ob das, wenn das Virus überall ist, ob da die Sperre immer noch gilt. Also es gibt natürlich keine Sperre in dem Sinne, aber es ist nach wie vor, es hat sich nichts daran geändert. Herr Kesch sagte, dass solange es eine Problematik mit Viren gibt, sollte man mit CH3, sollte man darauf verzichten, beziehungsweise vorsichtig mit sein, weil CH3 eben ein Energiegeber ist und ja, und das daran hat sich nichts geändert. Also da ist jetzt nicht gesagt worden, ihr benutzt alle CH3 wieder oder wie auch immer. Aber es ist natürlich im Ermessen von jedem, was man damit tut und dass man vielleicht weiß, was man tut und so weiter. Also es ist keine Sperre in dem Sinne, kein Verbot ausgesprochen worden. Paul fragt, ob Herr Kesch mal was zum Bewusstsein im Zusammenhang mit der Seele gesagt hat. Das, was ich dazu sagen kann, ist, dass Herr Kesch, wie gesagt, mit vielen Begriffen wie Emotion, Seele und vielen anderen Dingen, darunter auch Plasma, auch magnetisch-gravitativ, wie Herr Kesch das sagt, ist teilweise andere Bedeutung, als sie sonst bekannt sind oder anders benutzt werden. Und auch von Bewusstsein, Herr Kesch benutzt das Wort Bewusstsein nicht so, wie wir das sonst vielleicht manchmal hören. Weil auch bei Bewusstsein ist ein Wort, das viele Bedeutungen hat. Das ist ähnlich wie das Wort Dimension. Man kann so ziemlich alles mit einer Dimension beschreiben. Man kann die menschliche Dimension, die physische Dimension, räumliche Dimension, man kann so viel mit dem Wort Dimension verstehen. Und mit Bewusstsein ist das auch so. Man kann vom Bewusstsein sprechen, das, was oft benutzt wird als das Bewusstsein, dass das allgegenwärtig ist. Aber auch Bewusstsein kann auch benutzt werden, wie es im medizinischen Sinne zum Beispiel auch benutzt wird. Da wird von dem Bewusstsein geredet, was vom Gehirn erzeugt wird. Also direkt das physische Effekt, dass zum Beispiel, dass man nicht schläft, sondern bei Bewusstsein ist. Also da, wie gesagt, gibt es verschiedene Weisen, wie dieses Wort generell eine Bedeutung hat. Und Herr Kesch benutzt das Wort in dem Sinne nicht. Er spricht halt von Emotion, Seele und umschreibt die Dinge anders, als man das vielleicht von woanders erkennt. Ich hoffe, das hilft weiter. Hier ist noch, Max schreibt, haben im großen Teich mit 30, sind es, was ist das, 30 Liter, ist es wohl nicht, 30.000? 30.000 Liter, danke. 30.000 Liter neues Wasser reingetan, dann kam die Algenblüte und nahm circa 0,4 Liter ganz CO2 plus Kupfer. Algen mögen kein Kupfer, nach 14 Tagen war der Teich glasklar. Ja, das ist von einigen schon berichtet worden. Danke nochmal dafür. Das haben einige schon berichtet, dass sie kein Problem mit Algen haben, wenn sie insbesondere Kupferganz bzw. Kupferganzwasser verwenden. Ja, wenn es gibt sonst noch irgendetwas? Hallo, da gab es doch mal ganz am Anfang. Gab es doch mal eine Information, dass man die gekoteten Kupferplatten einschweißen kann und dann in das Bad einhängen kann? Dann war doch dieser Effekt auch schon da mit dem Nicht-Algen, oder? Ja, genau. Das war auch etwas, da hat man nanobeschichtete Kupferplättchen genommen. Das musste gar nicht so groß sein.
Und die hat man eingeschweißt, sodass sie eben nicht in Verbindung kam mit dem Wasser. Also was gibt es da, diese Plastikschweißgeräte, die so, wo man Dinge auch zum Beispiel wasserdicht macht, Dokumente oder was auch immer. Und das wurde dann ins Wasser gehängt und das hat er wohl, da haben auch Leute berichtet, dass sie damit einen positiven Effekt haben, auf diverse Weise. Es kann auch gegen Strahlung schützen, wenn man es ans Fenster hängt, das war auch ein Beispiel. Und da haben eben auch einige berichtet, dass sie keine Algen mehr hatten dann im Wasser. Ja gut, dann bedanke ich mich bei euch. Das war dann heute der 225. deutschsprachige Wissenssucher-Workshop und ich wünsche euch wie immer einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Mario. Vielen Dank, danke.